Das sind die Themen. Unfassbar. ARD-Moderator freut sich über Attentat auf Donald Trump. Täter hatte weitere Pläne, Material zum Bombenbau gefunden. Und was Trump-Fans nie erwähnen, Skull and Bones war in seiner Regierung. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Der Anschlag auf Donald Trump ist aktuell das bestimmende Thema in den ganzen Medien und Schlagzeilen und wird uns wahrscheinlich noch etwas länger beschäftigen. Aber es gibt den ein oder anderen Moderator, zum Beispiel bei der ARD, der sogar bejubelt, dass dieses Attentat auf Donald Trump stattgefunden hat. Nur er ist traurig darüber, dass es nicht erfolgreich in Anführungsstrichen gewesen ist. Kann man sich nicht ausdenken und sowas wird von unseren GEZ-Steuern auch noch finanziert. Am 14.07. wurde berichtet, unfassbare Entgleisung. ARD-Moderator bejubelt Attentat auf Donald Trump. Der Comedian des Teufels mit eigener Sendung beim RBB-Radio Fritz und früherer Gagschreiber von Jan Böhmermann, dem Antifa-Kommunisten, leistete sich eine üble Entgleisung. In einem Tweet vom Sonntagmorgen fragt Hotz, der auch als Al-Hotzo bekannt ist, was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam haben. Antwort: Leider knapp verpasst. An sich schon eine krasse Geschmacklosigkeit, doch Hotz legt nach, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Ja, da kann man nur hoffen, dass dieser Mann auch von der Staatsanwaltschaft bald einen Brief bekommt und sich dafür auch rechtfertigen wird. Denn man darf nicht vergessen, man kann über Donald Trump denken, was man will. Er hat Frau und Kinder und dass man sich dann freut, wenn irgendwie so ein Attentat geschieht. Da sieht man schon, was für ein Teufelskind hier dieser Gagschreiber von Jan Böhmermann ist. Und da kann ich nur sagen, gute Besserung für seine Dämonen, die er anscheinend hat. Wir kommen aber direkt weiter und zwar hat man jetzt auch Pläne zu einem Bombenbau gefunden. Also der Attentäter auf Donald Trump, der hatte wahrscheinlich noch mehr vor. So wurde berichtet, nach Attentat auf Trump, mutmaßlicher Täter soll weitere Pläne gehabt haben. Ermittlungen im Umfeld des überwältigten Schützen des Attentats auf Donald Trump deuten auf größere Gewaltpläne des 20-Jährigen hin. Die Nachrichtenagentur AP meldet, dass laut den Strafverfolgungsbehörden sowohl in seinem Fahrzeug als auch im Haus des Mannes Material zum Bombenbau gefunden wurde. Das heißt, der Attentäter hatte wahrscheinlich noch andere Pläne und vielleicht hat er es nicht geschafft, eine Bombe irgendwie zu installieren, denn das hätte Donald Trump nicht überlebt, wenn er in seiner Nähe eine Bombe hochgegangen wäre. Der Streifschuss an seinem Ohr, da hat er wirklich in Anführungsstrichen Glück im Unglück gehabt, falls es so etwas wie Glück oder Pech überhaupt geben sollte. Also da hätte es auch noch schlimmer werden können, aber der Attentäter ist ja mittlerweile auch gestorben. Aber Donald Trump lässt sich nicht aufhalten, im Gegenteil, er kämpft weiter, um wieder ins Weiße Haus einziehen zu können. So heißt es in einem Artikel, nach dem versuchten Mordanschlag auf ihn will Donald Trump am Parteitag seiner Republikaner im US-Bundesstaat Wisconsin teilnehmen, auf dem er am Donnerstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 5. November ernannt werden soll. Ich freue mich darauf, von Wisconsin aus in dieser Woche zu unserer großartigen Nation sprechen zu können, erklärte der 78-Jährige. Also, Donald Trump meint es ernst, er kämpft weiter, er will zurück ins Weiße Haus und nach diesem Anschlag, wie auch immer man das bewerten möchte, scheinen die Chancen aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht geringer zu werden. Kommen wir damit noch zu einem Gott sei Dank Artikel bzw. Gott sei Dank Zitat von Donald Trump, denn es wurde auch berichtet am 14. Juli, Trump nach Attentat. Allein Gott hat das Undenkbare verhindert. Nach dem versuchten Mordanschlag auf ihn hat der frühere US-Präsident Donald Trump zur Einigkeit aufgerufen. Das wird in den USA sehr schwer umzusetzen. Allein Gott hat das Undenkbare verhindert, schrieb Trump am Sonntag in seinem von ihm gegründeten Online-Dienst Truth Social. Ja, Gott hat das Undenkbare verhindert und dieses Bild, was wir hier sehen, muss ich sagen, erstmal, man kann zu Trump stehen, wie man will, aber mit 78 Jahren nach so einem Anschlag aufzustehen, die Faust nach oben zu prellen, mit blutverschmiertem Gesicht, das hätte der eine oder andere im Alter von 78 Jahren so wahrscheinlich nicht gemacht. Deswegen, davor habe ich auf jeden Fall Respekt. Allerdings geht auch dieses Bild um die Welt, mehr oder weniger in den sozialen Netzwerken, nämlich ein Schutzengel Gottes, der hinter Donald Trump steht.
Viele, gerade die QAnon-Anhänger, denken ja, Donald Trump sei so eine Art Messias, der Auserwählte Gottes, der gegen die neue Weltordnung kämpft, gegen die Globalisten, gegen den Great Reset, gegen Satan und so weiter. Nun, da frage ich mich, warum hatte dann die Regierung von Donald Trump Skull and Bones in ihren eigenen Reihen? Ich werde dazu bald ein Video veröffentlichen, wo wir uns 7-8 Personen anschauen, aber zwei will ich schon mal erwähnen. Erste Person, Stephen Allen Schwarzman. Skull and Bones holte Schwarzman nur ein Jahr hinter George W. Bush. Forbes schätzt sein persönliches Vermögen im März 2017 auf rund 11,9 Milliarden US-Dollar, also mehr als Donald Trump hat. Im Jahr 2015 spendete er 150 Millionen US-Dollar an Yale, um das Schwarzman Center auf dem Campus zu gründen. Schwarzman wurde kürzlich von Präsident Donald Trump zum Vorsitzenden seines Strategie- und Politikforums ernannt, das aus 17 hochrangigen Führungskräften besteht. Und wie gesagt, dieser Vorsitzende unter Donald Trumps Regierungszeit für Strategie und Politik war Mitglied oder ist immer Mitglied bei Skull and Bones, denn so eine Mitgliedschaft ist ein Leben lang. Und das ist eine okkulte Geheimgesellschaft, gegen die Donald Trump ja angeblich Krieg führen würde, wie diese ganzen QAnon-Anhänger glauben. Der nächste, den wir uns noch anschauen wollen, hat es noch weitergebracht, nämlich sogar zum Finanzminister in Donald Trumps Regierung, nämlich Stephen Turner München. Während seiner Zeit in Yale war er der Herausgeber der Yale Daily News und wurde Mitglied von Skull and Bones, einer exklusiven Geheimgesellschaft. Nach der Schule begann München bei Goldman Sachs zu arbeiten, wo er 17 Jahre lang blieb. Während der Trump-Kampagne war München Vorsitzender des Nationalen Finanzausschusses der Kampagne. Er arbeitete auch als Teil der Trumps Übergangsteams. Nachdem Präsident Trump München zum Finanzminister ernannt hatte, bestätigte der US-Senat München am 13. Februar 2017. Also in der Regierung und ein Finanzminister in den USA hat viel zu sagen. Die ganzen Pläne, die da reinkommen, müssen ja irgendwie finanziert werden und da muss der Finanzminister sein Okay geben. Eine wichtige Position und dieser US-Finanzminister in der Regierung von Donald Trump war nicht nur bei Goldman Sachs, sondern auch bei Skull and Bones, der okkultesten Geheimgesellschaft in den USA. Kurz nochmal was zu Skull and Bones. Im Jahr 1832 gründeten Yale-Studenten, darunter der Vater des späteren Präsidenten William Howard Taft, eine der berühmtesten Geheimgesellschaften Amerikas, Skull and Bones. Jedes Jahr werden nur 15 Junioren für eine lebenslange Mitgliedschaft im Club ausgewählt und darunter wie gesagt Stephen Allen Schwarzman und Stephen Turner München, die auch Donald Trump in seiner Regierung unterstützt haben. Dabei war auch George W. Bush, John Kerry, auch der Vater Prescott Bush und viele andere, die auch vor allem in der CIA eine Karriere gemacht haben. Kann man sich nicht ausdenken, wer also meint, dass Donald Trump so sehr gegen die neue Weltordnung kämpft. Wir müssen bedenken, dass die USA wie ein Adler ist, zwei Flügel, aber links stehen die Republikaner, rechts die Demokraten von mir aus, aber es sind zwei Flügel der ein und derselben Regierung. Das ist wie beim Wrestling, man tut sich immer alle paar Jahre auswechseln, man tut so, als würde man sich voll bekämpfen. Hinter den Kulissen sitzt man am selben Tisch, wie hier auf diesem Bild auch zu sehen. Damit gehen wir kurz ab in die Werbung und dann schauen wir uns nochmal den ein oder anderen US-Präsidenten genauer an. Kennen Sie das? Sie haben zu viele Science-Fiction-Filme gesehen und verwechseln Filme oft mit der Realität, sodass Sie sehnsüchtig auf die Ankunft von Außerirdischen warten? Aliens werden Sie nicht retten, deswegen haben wir einen Ratschlag für Sie. Auch Jesus ist nicht von dieser Welt. So wie eines Tages die Stadt Gottes vom Himmel auf die Erde kommen wird, nämlich das neue Jerusalem. Also warten Sie nicht auf Außerirdische, sondern warten Sie auf die Rückkehr des Messias und folgen Sie allein Jesus Christus. Kennen Sie das? Sie beschäftigen sich viel mit Esoterik, versuchen ihre Chakren zu öffnen und warten vergeblich auf Erleuchtung, während Sie Meditationsübungen praktizieren, um Astralreisen zu machen? Wir haben etwas Besseres für Sie. Öffnen Sie Ihr Herz für Gott, lesen Sie die Bibel und lassen Sie sich von Jesus erleuchten, damit Sie eine Reise ins Paradies buchen können. Verlassen Sie die Esoterik und folgen Sie allein Jesus Christus.
Ja, zum Schluss schauen wir uns nochmal einige Anschläge auf US-Präsidenten an, die tödlich waren, und dann Anschläge auf US-Präsidenten, die gescheitert sind. Ausgehend von einem Artikel vom 14.07., da heißt es: Tödliche Anschläge auf US-Präsidenten. Abraham Lincoln wurde 1865 von John Wilkes Booth in Ford's Theater in Washington ermordet. James Garfield wurde 1881 in Washington auf einem Bahnhof angeschossen und starb 2,5 Monate später an seinen Verletzungen. William McKinley wurde 1901 von einem Anarchisten in Buffalo ermordet. John F. Kennedy wurde von Lee Harvey Oswald 1963 in Dallas erschossen, als er in einer Autokolonne unterwegs war. Und übrigens, auch über John F. Kennedy habe ich schon ein Video gemacht. Der hatte auch voll viele Skull & Bones-Mitglieder in seiner Regierung. Dann einige, die Attentate überlebt haben. Gescheiterte Attentate auf US-Präsidenten. Theodore Roosevelt wurde 1912 während einer Wahlkampfveranstaltung in Milwaukee in die Brust geschossen und überlebte. Präsident Gerald Ford überlebte 1975 innerhalb von weniger als 3 Wochen 2 Anschläge auf sein Leben, ohne verletzt zu werden. Ronald Reagan wurde 1981 vor dem Hilton Hotel in Washington angeschossen, überlebte aber den Anschlag. Er wurde verwundet, als eine der Kugeln von einer Limousine abprallte und ihn unter der linken Achselhöhle traf. Und in diese Liste der gescheiterten Attentate auf US-Präsidenten oder in dem Fall Ex-US-Präsidenten kann sich jetzt auch Donald Trump einreihen. Aber wie gesagt, vertraut keinen Politikern, vertraut keinen Parteien, denn am Ende, wenn die Endzeit richtig losgeht, müssen wir unter dem Schutz Gottes stehen. Da hilft kein Politiker und auch keine Partei. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König der Könige, der Herr der Herren, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.